Ein herzliches Willkommen zu unserer Serie Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Wir wollen uns heute mit dem Vortrag im Glanz des Feuers beschäftigen. Und es hat hier etwas mit Heiligung zu tun, über das wir heute sprechen wollen. Und wir wollen unsere Geschichte beginnen in der Zeit, sogar noch kurz bevor die Sphinx gebaut wurde, damals im alten Ägypten. Und um Ägypten soll es auch etwas gehen. Denn es war damals die Zeit, als Abraham durch Kanaan zog und von Gott eine wunderbare Verheißung bekam, nämlich die, dass seine Nachkommen wie die Sterne am Himmel sein werden und dass seine Nachkommen eines Tages ins gelobte Land einziehen werden. Nun, wir wollen uns dieses gleich angucken, was Gott dem Abraham dort verheißen hat und was diese Verheißung für Auswirkungen hat und was diese Verheißung auch für uns heute bedeutet. Dazu gehen wir gleich ins erste Buch Mose, aber bevor wir die Bibel aufschlagen, beten wir noch und bitten Gott, bei uns zu sein. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir auch jetzt wieder studieren dürfen, dass wir dein Buch aufschlagen dürfen, dass wir in der Bibel sehen können, Herr, was du uns verheißen hast. Und wir möchten dich bitten, Herr, sei du unser Lehrer und hilf uns, alles in rechter Weise zu verstehen. Im Namen Jesu. Amen. Und gemeinsam lesen wir unseren ersten Text, den finden wir in 1. Mose 15, Vers 13 und 14. Da sprach Gott zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Nun, Gott verheißt dem Abraham etwas Wundervolles, aber er sagt ihm auch: Ich möchte dir ein Land geben, aber noch nicht jetzt. Deine Nachkommen sollen das gelobte Land erreichen und erhalten und als Erbteil bekommen, aber erst in 400 Jahren. Also erst wenn 400 Jahre Knechtschaft um sind, erst dann sollen sie dort hineinziehen. Tja, warum? Warum möchte Gott dem Abraham das Land noch nicht jetzt geben? Nun, ich glaube, es hat zwei Gründe. Den einen Grund, den sehen wir hier. 1. Mose 15, Vers 16. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Nun, Gott verheißt zwar das gelobte Land und sagt, das Volk darf dort hinein, aber er sagt auch, dass das Maß der Sünde der Amoriter noch nicht voll ist, also des Volkes, das dort lebt. Solange Gott noch einen Menschen retten kann, wird er nicht zulassen, dass das Gericht kommt. Und so ist Gott auch langmütig mit uns. Solange er noch Menschen retten kann, wird er nicht zulassen, dass diese Welt zu Ende geht. Und damals hatte Abraham schon die Verheißung bekommen, zum einen, dein Volk muss noch in die Gefangenschaft, muss noch in die Knechtschaft, muss noch in einem Land wohnen, das ihm nicht gehört, denn die Zeit ist noch nicht voll. Menschen können noch gerettet werden. Erst als kein Mensch mehr gerettet werden konnte, da hat Gott dann zugelassen, dass Josua später nach Kanaan einzieht und die Israeliten in das gelobte Land bringt. Das war der eine Grund. Das Maß der Sünden der Amoriter war noch nicht voll. Aber ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten Grund und den wollen wir uns heute etwas genauer angucken. Gemeinsam schlagen wir die Bibel auf im 5. Buch Mose, im 4. Kapitel und wir lesen dort Vers 20. Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein solltet, so wie es heute der Fall ist. Nun, Gott hatte den Israeliten nicht sofort das gelobte Land gegeben, sondern sie mussten erst in die Gefangenschaft. Und wir müssen uns fragen, warum? Warum hat Gott das gemacht? Nun, zum einen haben wir gesehen, die Sünde der Ammoniter ist noch nicht voll. Aber zum anderen wird hier auch gesagt, dass Israel erst in den Eisenschmelzofen nach Ägypten muss. Ägypten wird ein Eisenschmelzofen genannt. Warum möchte Gott, dass sein Volk in den Eisenschmelzofen geht? Was möchte Gott da verändern? Das gucken wir uns gleich mal an. Wir lesen dazu Jesaja 48, Vers 10. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Also Gott schickt sein Volk nach Ägypten, um es zu läutern und zu prüfen, also um es zu reinigen, um es zu veredeln. Dafür benutzt er Ägypten. Ist doch ganz interessant. Ägypten war ja ein Symbol für den Atheismus.
Also als Mose zu Pharao kommt und sagt, Gott sagt, lass mein Volk ziehen, da sagt der Pharao, wer ist Gott? Ich kenne keinen Gott. Nun, das ist ein typisches Symbol für den Atheismus oder für die Welt. Der Pharao selbst hatte natürlich jede Menge Götter, aber er sagt, ich kenne keinen Gott. Nun, das ist das, was wir auch in der Welt sehen. Menschen sagen, ich kenne keinen Gott, ich habe keinen Gott, aber eigentlich hängen sie ihr Herz an viele Dinge, die sie selbst zu ihrem Gott gemacht haben. Ägypten, ein Symbol für den Atheismus. Und ist es nicht interessant, dass Gott diesen Atheismus benutzt oder die Welt benutzt, um sein Volk zu veredeln? Er möchte sein Volk prüfen, läutern, reinigen, so wie man Gold reinigt im Ofen. Das möchte Gott auch mit seinem Volk machen. Nun, was genau möchte Gott eigentlich prüfen und reinigen und läutern im Ofen? Wir lesen es hier in Sprüche 17, Vers 3. Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold. Der Herr aber prüft die Herzen. Nun, Gott möchte unsere Herzen reinigen. Er möchte unser Innerstes verändern. Er möchte, dass unsere Herzen geläutert werden, dass unsere Herzen rein werden. Nun, das macht er mit Hilfe eines Schmelzofens. Und der Schmelzofen, wird hier gesagt, der Schmelzofen ist Ägypten, also die Welt. Nun, was er damals gemacht hat mit seinem Volk, bevor es in das gelobte Land einziehen konnte, das macht er heute auch mit uns. Bevor wir in das gelobte Land, in das neue Jerusalem einziehen können, werden auch unsere Herzen gereinigt und geläutert. Nun, wie macht er das? In der Bibel sagt er, durch einen Schmelzofen. Und so macht das heute mit uns auch. Dazu wollen wir uns einmal fragen, wie so ein Schmelzofen eigentlich funktioniert. Nun, wir stellen uns einmal vor, dass wir einen Schmelzofen haben. Wir sind ein Schmelzer und wir möchten reines Gold gewinnen. Was müssen wir also machen? Nun, zunächst müssen wir Erze sammeln. Und diese Erze werden wir jetzt, also diese Gesteine, in eine Wanne tun und diese Wanne in den Ofen schieben. Und den Ofen drehen wir jetzt hoch, bis die Steine flüssig werden. Wir drehen den Ofen zum Beispiel auf 2000 Grad. Und bei 2000 Grad wird jetzt alles flüssig, was da drin ist. Die ganzen Steine schmelzen und wir haben jetzt einen Tiegel oder eine Wanne voller Lava. Nun, was wir jetzt wissen, ist, dass die verschiedenen Elemente, verschiedene Metalle zum Beispiel, verschiedene Schmelzpunkte haben. So, wenn wir jetzt uns Silber betrachten, Silber schmilzt so ungefähr bei 950 Grad. Gold schmilzt ungefähr bei 1050. Und Eisen schmilzt so ungefähr bei 1550. Also 950, 1050, 1550, um diese drei Metalle uns mal anzugucken. Übrigens, Blei ist interessant. Blei zum Beispiel verdampft, also schmilzt schon bei 400, aber verdampft bereits bei 1700 Grad. Wenn wir also unseren Ofen uns vorstellen und wir erhitzen den auf 2000 Grad, dann bei 1700 Grad ist das Blei schon raus, das verdampft. Gold, Silber und Eisen sind flüssig. Die sind alle in dieser Schmelze, in dieser Lava drin. Nun, wenn ich jetzt die einzelnen Elemente da raushaben möchte, also wenn ich am Ende reines Gold behalten möchte, muss ich irgendwie das Eisen und das Silber da rausbekommen. Das Blei ist ja schon raus, das ist bereits verdampft und verbrannt. Bleiben also noch das Eisen rauszuziehen und das Silber. Nun, ein Schmelzer könnte jetzt, und das macht er so, die Temperatur des Ofens runterregeln. Zum Beispiel von 2000 Grad runter auf 1300. Nun, bei 1300 Grad, was passiert dort wohl mit dem Eisen? Nun, während das Gold noch flüssig ist und das Silber, fängt das Eisen an auszuflocken. Also das Eisen setzt sich ab, denn es wird ja wieder fest. Nun, wenn das passiert ist, jetzt öffnet der Schmelzer den Ofen, zieht die Wanne raus und sieht jetzt, dass auf dieser Schmelze, auf dieser Lava oder auf diesem flüssigen Gestein, jetzt obendrauf das Eisen und der Dreck, also die Schlacke, abgesetzt hat. Er nimmt also seine Kelle und zieht die Schlacke runter und schmeißt sie weg. Jetzt schiebt er alles wieder in den Ofen, schließt den Ofen und regelt die Temperatur neu ein. Also macht wieder alles flüssig und geben die Temperatur ein bisschen runter, bis das nächste Element ausflockt. Und so geht er Stück für Stück immer weiter runter. Und irgendwann hat er so sämtliche Elemente ausgeschieden. Immer, wenn er die Temperatur neu geregelt hat, hinterher macht er den Ofen auf, zog die Wanne heraus, nahm seine Kelle, zog die Schlacke weg und hat die Schlacke weggeschmissen. Und dann steckte er es wieder in den Ofen, regelte die Temperatur neu ein und so machte er den Prozess weiter.
Nun, aber was passiert, wenn nun alle sämtlichen Metalle raus sind, aber da ist jetzt noch Gold und Silber? Nun, Gold hat einen etwas höheren Schmelzpunkt als Silber. Das heißt, durch den Temperaturabfall kann ich diese jetzt nicht trennen, kriege ich das Silber da nicht raus aus der Wanne. Also wie trenne ich das Silber jetzt von dem Gold? Nun, heute macht man das wohl mit Chlorgas, indem man Chlorgas auf die Schmelze bläst und dann flockt das Silber raus. Früher, in der Antike, hat man Seifenlauge drauf getan. Seifenlauge auf die Schmelze und kam das Silber raus. Und dann konnte man das Silber wegziehen. Nun, jetzt müssen wir uns vorstellen, dass der Schmelzer das so gemacht hat. Er hat also immer wieder die Schmelze aus dem Ofen gezogen, hat drauf geguckt, hat seine Kelle genommen und die Schlacke weggezogen. Die Schlacke weggeschmissen, alles wieder in den Ofen und diesen Prozess wiederholt, so lange, bis das Gold reiner und reiner und reiner wurde, bis alle anderen Elemente ausgeschieden wurden. Nun, jetzt müssen wir uns mal fragen, wer ist eigentlich dieser Schmelzer? Denn Gott benutzt ja dieses Gleichnis. Das Gleichnis von dem Schmelzofen. Wir lesen dazu Maleachi 3, die ersten drei Verse. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Nun, wer ist der Schmelzer? Der Schmelzer ist Jesus Christus selbst. Jesus Christus also ist derjenige, der über diese Schmelze wacht, ist derjenige, der unsere Herzen prüft und verändert. Der also den Schmelzofen, Ägypten, die Welt, benutzt, um unsere Herzen zu verändern. Er regelt die Temperatur ein. Also, wir kommen in Situationen hinein, in denen der Dreck aus unserem Herzen herauskommt. Wenn wir also in eine Situation geraten, in der es uns sehr unbehaglich ist und wir vielleicht sogar in Sünde hineinfallen und wir bekennen unsere Sünde und sagen, Herr, ich habe gesehen, mein Herz ist noch nicht bereit, da ist immer noch Sünde drin. Ich bekenne meine Sünde und bitte dich, nimm sie von mir. Dann wird Christus den Ofen öffnen, die Wanne herausziehen, die Kelle nehmen, die Sünde von meinem Herzen, also die Schlacke wegnehmen und sie ins äußerste Meer werfen. Und dann ist mein Herz ein bisschen reiner geworden. Er hat die Welt benutzt, um mein Herz ein bisschen sauberer zu machen. Nun sind in meinem Herzen vielleicht noch andere Dinge, noch andere Sünden drin, die heraus müssen. Also komme ich wieder in den Ofen, der Ofen wird eingeregelt und ich komme in Situationen in meinem Leben, die Gott ganz genau kennt. Gott weiß, welche Sünde in meinem Herzen ist. Und er führt mich in Situationen, in denen ich die Sünde erkenne. Ob ich sie begehe oder nicht, aber ich erkenne sie. Und wenn ich diese Sünde erkenne in meinem Herzen, dann komme ich zu Christus und sage, Herr, ich habe gesehen, mein Herz ist da noch nicht rein. Ich will immer noch das Böse. Und ich bitte dich, nimm das von mir. Christus öffnet den Ofen, nimmt die Wanne wieder heraus und zieht den Dreck, die Sünde, die Schlacke von meinem Herzen und wirft sie ins äußerste Meer. Und so hat der Schmelzer das in der Antike immer wieder gemacht, bis zu einem besonderen Zeitpunkt. Denn zu einem Zeitpunkt hat der Schmelzer die Wanne aus dem Ofen gezogen und hat hineingeblickt, nahm seine Kelle und konnte die Kelle wieder weglegen, denn er sah sein Spiegelbild in der Schmelze. Und er wusste, wenn er sein Spiegelbild sieht, wenn das, was da an der Wanne ist, ihn spiegelt, dann ist es reines Gold. Und so wusste er, dass mein Ebenbild ist plötzlich erkennbar in dieser Schlacke, also ist es rein. Wenn Christus sein Ebenbild in meinem Herzen sieht, ist mein Herz rein. Und so ist dieses Bildnis von diesem Ofen, der benutzt wird, um mein Herz zu reinigen, ein wunderschönes Gleichnis auch für uns heute, die wir ja in der Welt in Ägypten leben, die wir in einem Land leben, das uns nicht gehört. Denn wir sind Fremdlinge hier auf Erden, denn unser Reich ist im Himmel. Trotzdem benutzt Gott diesen Schmelzofen, diese Welt, um uns täglich zu reinigen. In Offenbarung 3, Vers 18 lesen wir etwas Besonderes, geschrieben für die letzte Gemeinde. Und hier heißt es, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird.
und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Nun, der Gemeinde werden hier drei Dinge geraten, die sie sich besorgen soll. Das eine sind weiße Kleider, Augensalbe und Gold. Diese drei Dinge soll die Gemeinde haben, soll sich die Gemeinde darum kümmern, dass sie sie hat. Augensalbe, dieses Öl, ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Wir sollen also täglich um den Heiligen Geist bitten. Weiße Kleider sind ein Symbol für die Gerechtigkeit Jesu. Wir sollen also Gott bitten, unsere Sünde zu vergeben und uns die Kleider seiner Gerechtigkeit anzutun. Und das Dritte, um was wir bitten sollen, ist geläutertes Gold. Also ein geprüfter, ein erprobter Glaube. Wir sollen Gott bitten, dass unser Glaube gereinigt wird, dass unser Herz rein wird. Nun, das möchte Gott gerne mit uns tun. Er führt uns also in unserem Leben in Situationen hinein, in denen unser Glaube, unser Herz gereinigt wird. Das hat er auch schon mit dem alten Israel versucht. Er hatte versucht, auf diese Art und Weise das Volk Israel zu reinigen, zu prüfen, zu läutern. Leider ist es nicht gelungen. Wir lesen traurigerweise in Jeremia 6 das Ergebnis. Jeremia 6, Vers 27 bis 30. Ich habe dich zum Prüfer über mein Volk bestellt, zum Goldprüfer, damit du ihren Weg erkennst und prüfst. Sie sind alle widerspenstige Empörer, gehen als Verleumder umher, Erz und Eisen sind sie, Verderber alle miteinander. Der Blasebalg schnaubt, vom Feuer ist das Blei verzehrt. Vergebens hat man geschmolzen und geschmolzen, die Bösen werden doch nicht ausgeschieden. Verworfenes Silber nennt man sie, weil der Herr sie verworfen hat. Das ist ein trauriger Text. Gott wollte sein Volk reinigen, er wollte es prüfen, er wollte die Herzen reinbekommen, aber er sagt, ich habe so viel gearbeitet, der Blasebalg hat geschnaubt, ich habe den Ofen angeheizt, ich wollte mein Volk reinigen, ich wollte mein Volk retten, aber sie wollten nicht, das Böse konnte ich nicht ausscheiden, sie haben am Bösen festgehalten, verworfenes Silber nennt man sie, weil der Herr sie verworfen hat. Und das ist traurig, das zu hören. Christus hat alles versucht. Wir lesen die Geschichte von Israel und immer wenn Israel auf falschen Wegen war, hat Gott versucht, sie zurückzuholen, indem er zum Beispiel die Babylonier geweckt hat, dass sie Israel angreifen. Indem er zum Beispiel eine Hungersnot kommen ließ oder irgendetwas, damit die Israeliten merken, wir sind angewiesen auf den Herrn. Er versorgt uns täglich mit Nahrung. Er beschützt uns täglich. Und sie sollten dadurch, dass Gott seinen Schutz weggezogen hat, sehen, dass sie auf Gott angewiesen sind, um ihn zu suchen. Und so hätte Gott, wenn sie ihn gesucht hätten, ihren Glauben gereinigt und geheiligt. Und dieses Volk wäre ein Vorbild für alle anderen Völker geworden. Aber leider hat Israel das nicht gemacht. Ganz oft, wenn Gott den Blasebalg benutzt hat, um das Feuer anzuheizen, weil Israel wieder auf Abwegen war und zum Beispiel die Babylonier kamen, da haben die Israeliten, anstatt Gott um Hilfe zu bitten, Schutz bei Ägypten gesucht. Sie haben das Weltliche dem Göttlichen vorgezogen. Und so wollte Gott sie zwar veredeln, aber er konnte nicht. Und Gott macht das mit unserem Leben auch. Auch in unserem Leben versucht Gott, uns immer wieder zu reinigen, uns immer wieder zu prüfen, zu läutern, damit wir einen reinen Glauben gewinnen. Und wir wollen uns mal vorstellen, als ein Arbeitnehmer kommt mein Arbeitgeber plötzlich zu mir und sagt, du müsstest nächstes Wochenende arbeiten. Und wenn ich zu Gottes Volk gehöre und wenn ich den Sabbat heilig halte und sage, ich kann am Sabbat nicht arbeiten, ich möchte auch am Sabbat nicht arbeiten, denn dort halte ich Gottesdienst, dann könnte mein Chef sich darauf einstellen. Wenn ich ihm das aber nie gesagt habe, dass ich den Sabbat halte, dass ich Christ bin und es verschwiegen habe, meine Kollegen wissen es nicht und mein Chef weiß es nicht, und ich habe mein Licht unter einen Scheffel gestellt. Nun, Gott möchte mich trotzdem retten, aber das ist ein Hindernis für mich. Nun, denn Christus hat mal gesagt, in Matthäus 10, 32, 33, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, zu meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater im Himmel. Und Christus weiß, wie wichtig es ist, dass wir ihn bekennen hier auf Erden. Er sagt, bitte, bitte, bekennt euch zu mir, damit ich mich im Himmel zu euch bekennen kann, im Gericht. Denn ich möchte mich zu eurem Namen bekennen, damit ihr gerettet werdet. Bitte, bitte, bekennt mich auf der Erde. Auf diese Art und Weise kann ich euch reinigen. Und das Problem ist,
Wenn ich also als Arbeitnehmer in meinem Umfeld nie bekenne, dass ich zu Christus gehöre, also sowas bin wie ein Christ mit einer Kappe obendrauf, und plötzlich kommt mein Chef zu mir und sagt, du müsstest nächstes Wochenende arbeiten, wir haben so viel zu tun. Und ich gehe jetzt nach Hause und denke, Gott, warum passiert mir das? Ich habe so einen guten Job. Und jetzt stehe ich vor der Entscheidung, entweder dort zu arbeiten und damit einen Sabbat zu brechen oder dort nicht zu arbeiten und wahrscheinlich gekündigt zu werden. Nun Gott, warum tust du das mit mir? Ich war immer so ein guter Christ. Ich war immer treu im Gottesdienst, ich habe meine Andachten gehalten, ich war immer lieb zu meinem Nachbarn, ich habe immer das und das und das und das gemacht und eigentlich bin ich doch ein guter Mensch. Warum passiert mir das? Gott, magst du mich nicht? Doch, Gott liebt dich und deswegen will er dich retten. Er möchte dich dazu bewegen, dass du dich zu ihm bekennst. Und wenn er deinen Chef dazu bewegt, dir am Wochenende Arbeit zu geben. Denn der Mensch hat jetzt zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, ich werde meinen Glauben bekennen und sagen, ich möchte am Sabbat nicht arbeiten, denn es ist Gottes Ruhetag. Oder er kann den Glauben verleugnen. Und manchmal machen wir Menschen diesen Fehler. Aber was passiert, wenn wir unseren Glauben verleugnen? Nun, wird Gott uns aufgeben? Nein, Gott liebt uns. Und manchmal wundern wir uns denn, warum unser Leben in so einer Mühle läuft, immer wieder im Kreis. Immer wieder kommen wir in die gleichen Situationen. Wir kommen in die gleichen Situationen, weil Gott uns unbedingt retten will. Er möchte, dass wir uns zu unserem Glauben bekennen. Nun, Gott schafft Situationen in unserem Leben, in denen unser Glaube geläutert wird. Und er kann alles machen. Gott hat alle Möglichkeiten. Und in deinem Leben gibt es andere Dinge, die dich bewegen, Dinge, die auf deinem Herzen liegen, als in meinem Leben. Aber Gott hat für dich und für mich die richtige Situation, um uns zu reinigen. Und er wird sie in deinem Umfeld schaffen. Und du kannst dich dann entscheiden für den richtigen Weg oder für den schlechten Weg. Entscheidest du dich für den richtigen Weg, wird dein Herz dadurch geläutert. Entscheidest du dich für den schlechten Weg, wirst du wahrscheinlich nochmal in diese Situation kommen. Und wieder und wieder und wieder, bis das Herz gereinigt ist, weil Gott dich liebt und dich nicht aufgeben will. Das, was wir als Leid sehen, soll uns ein Segen sein. Die Knechtschaft in Ägypten soll uns zum Segen werden. Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte von Nebukadnezar. Wir lesen seine Geschichte im Buch Daniel. Und Nebukadnezar war der Großkönig von Babylon. Und eines Tages stand er auf seiner Dachterrasse und er überblickte sein Großreich Babylon. Und er sagte, das alles habe ich durch meinen Verstand hervorgebracht. Nun, das war Hochmut. Denn Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Es war nicht sein Verstand, der das hervorgebracht hat, sondern Gott hat es ihm gegeben. Nun, Gott möchte Nebukadnezar retten. Also schickt er den Propheten Daniel zu ihm und sagt, Nebukadnezar, nicht du hast das hervorgebracht, sondern Gott hat es dir gegeben. Denk bitte daran. Und die Bibel sagt, ein Jahr später war Nebukadnezar wieder auf seiner Dachterrasse spazieren, überblickt sein Großreich Babylon und er sagt, das alles habe ich geschaffen durch meinen Verstand. Jetzt könnte man sagen, okay, er hatte eine Warnung bekommen, jetzt ist es auch gut, Gott wird ihn wahrscheinlich verwerfen. Aber Gott liebt Nebukadnezar. Er ist ein heidnischer König und trotzdem liebt Gott ihn. Nun, was wird Gott wohl tun? Er hatte ja bereits sogar schon einen Propheten geschickt, um Nebukadnezar zu retten. Aber Nebukadnezar hat sich für den falschen Weg entschieden. Soll Gott ihn aufgeben? Gott wird das niemals tun. Gott wird alles versuchen, was in seiner Macht steht, und Gott ist allmächtig, um Nebukadnezar zu retten. Was hat Gott mit Nebukadnezar gemacht? Und was Gott tat, er hat Nebukadnezar den Verstand genommen. Nebukadnezar war ja so stolz auf seinen Verstand, durch den er dieses Großreich gebaut hat. Und jetzt nimmt Gott ihm den Verstand. Und die Bibel sagt, für 7 Jahre war Nebukadnezar ohne Verstand. Er lebte wie ein Tier, er lebte wie ein Ochse auf dem Feld. Seine Haare wuchsen, seine Nägel wuchsen und er wusste gar nicht mehr, wer er war. Und auch die alten Aufzeichnungen der babylonischen Historiker, auch die beschreiben zu der Zeit, dass Nebukadnezar nicht einmal mehr in der Lage war, seine eigene Familie zu erkennen. Sein Verstand war weg. Das, was ihn gehindert hatte, zu Gott zu kommen. Er hat immer gesagt, mein Verstand hat es vollbracht. Aber um ihn zu retten, wird Gott ihm sogar den Verstand nehmen. Und wenn es für 7 Jahre sogar sind. Aber die Bibel sagt, nach 7 Jahren kam Nebukadnezar darauf, dass Gott ihm das Reich gegeben hat. Und er preist den Herrn. Und sofort kommt sein Verstand zurück, denn sein Herz wurde veredelt. Und auf die Art und Weise hat Gott wohl den Nebukadnezar gerettet. Er brachte ihn in den Schmelzofen, aber dort läuterte er ihn, bis sein Herz rein war.
Und so hoffe ich und bin mir fast sicher, wir werden Nebukadnezar im Himmelreich sehen, weil Gott ihn auf diese Art und Weise gerettet hat. Nun, Gott macht das auch mit uns durch andere Situationen. Vielleicht ist es nicht unser Verstand, der uns im Wege steht. Vielleicht sind es andere Dinge. Es kann die Schönheit von jemandem sein, die ihn selbst herrlich macht. Nun, wenn die Schönheit mich selbst herrlich macht, bevor Gott mich verliert, würde er eher die Schönheit nehmen. Vielleicht durch einen Unfall oder durch was auch immer. Gott hat 1000 Möglichkeiten. Aber er will seine Menschen nicht verlieren. Er kämpft um sie wie ein Löwe um seine Jungen. Alles, was Gott tun kann, wird er auch tun, um den Menschen zu retten. Die Entscheidung am Ende liegt dann auch bei den Menschen, sich für das Gute oder für das Böse zu entscheiden. Nun, wir lesen einmal Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Nun, es scheint so zu sein, als wenn uns die Züchtigung im ersten Moment nicht hilfreich erscheint. Wir sagen, warum passiert mir das im Leben? Warum passieren so schlechte Dinge in meinem Leben? Es scheint so zu sein, als wenn es nicht gut für uns ist. Züchtigung ist ja wie eine Strafe. Warum züchtigen Eltern ihre Kinder? Um die Kinder vor schlimmen Dingen zu bewahren. Gott, der uns mehr liebt, als unsere Eltern uns lieben können, er züchtigt uns auch, um uns vor dem Tode zu bewahren, damit wir das Leben nehmen. Und so mag es in dem ersten Augenblick nicht zu unserer Freude sein, aber am Ende ist es doch ein Segen, denn unsere Herzen werden dadurch gereinigt. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt etwas Wundervolles. Denn hier sehen wir, in welchem Maße wir eigentlich in Versuchung geraten. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Nun, Gott weiß, wie viel wir aushalten. Gott weiß, was er uns auflegen kann und Gott weiß, wann wir zusammenbrechen. Gott wird uns nicht mehr auflegen, als wir tragen können. Nicht mal ein Schmelzer in dieser Welt wird den Ofen so heiß machen, dass alles da drin verbrennt. Wie viel weniger Gott, der uns ja unbedingt retten will. Gott weiß genau, was wir aushalten und er stellt den Ofen ganz vorsichtig ein. Er lässt nicht zu, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Er lässt nicht zu, dass Satan uns mehr versucht, als wir tragen können. Wir wissen es aus dem Buch Hiob. Da muss der Satan jedes Mal fragen, bevor er den Hiob versuchen kann. Und Gott lässt es immer nur bis dahin zu, wie Hiob das ertragen kann. Und das weiß Gott auch in unserem Leben. Auch bei uns weiß er, wo die Grenze ist. Gott will uns ja nicht verlieren, er will uns ja retten. Und deswegen, jeden Tag verteidigt Gott uns vor vielen Versuchungen, vor vielen Anschlägen des Teufels. Und er lässt nur durch, was wir tragen können. Und das ist eigentlich eine ganz wundervolle Nachricht, denn jedes Mal, wenn eine Versuchung in mein Leben kommt, weiß ich, Gott traut mir zu, dass ich sie ertragen kann. Es ist eigentlich eine Ehre, dass diese Versuchung zu mir kommt. Und ich kann jetzt zeigen, vor den Menschen und vor dem ganzen Universum, dass ich Gottes Kind bin. Ich kann sagen, hier kommt eine Versuchung, aber ich wähle den richtigen Weg. Auch wenn es im ersten Augenblick für mich zum Nachteil aussieht, so weiß ich doch, dass Gott mein Herz dadurch heiligt. Ich wähle den Weg der Gerechtigkeit, den Weg Jesu. Wir wollen uns gemeinsam eine Geschichte angucken, die wir auch aus der Bibel kennen, die Geschichte von Josef. Josef, der damals nach Ägypten verkauft wurde und dort zum Vizeregenten wurde. Nun, Josef war als Kind oder als junger Mann sehr von seinem Vater verhätschelt worden. Und er bekam so einen wunderschönen bunten Mantel. Mit diesem bunten Mantel stolzierte er jetzt vor seinen Brüdern auf und ab. Er sagte, schaut mich an, was ich für ein schöner Kerl bin. Nun, Gott hatte eigentlich eine ganz große Zukunft mit Josef. Denn er wollte Josef benutzen, um den Weg für das Volk zu bereiten. Er wollte Josef als Vizeregenten nach Ägypten setzen, damit er dort alles vorbereitet, damit das Volk dorthin kommen kann. Nun, wie sollte Gott aber Josef ein so hohes Amt geben, wenn doch da Stolz und Hochmut in seinem Herzen ist? Wenn Stolz in meinem Herzen ist und Gott mir ein so hohes Amt gibt, dann wird der Stolz mich auffressen und ich gehe verloren. Gott wollte aber Josef nicht verlieren, also was macht er? Nun, Gott muss es schaffen, den Stolz in Josef irgendwie zu brechen. Und wie macht er das? Na, wir kennen die Geschichte. Josef wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft.
Also der einst so stolze junge Mann ist plötzlich ein Sklave in Ägypten und dient dort unter Potiphar. Während er Potiphar dient, wird er von seiner Frau in Versuchung gebracht. Sie möchte ihn verführen, aber Josef lehnt ab. Dafür wird er unschuldig ins Gefängnis geworfen. Und dort im Gefängnis, dort frisst er sein Dasein über mehrere Jahre. Aber dort passiert etwas Besonderes. Dort wird sein Herz verändert. Denn er war ein stolzer junger Mann, der in Freiheit lebt. Gott macht ihn zu einem Sklaven, damit dieser Stolz kaputt geht. Aber dieser Stolz war noch nicht ganz raus. Und jetzt wird er ins Gefängnis geworfen, unschuldig, damit dieser Stolz aus seinem Herzen kommt. Denn Gott möchte Josef retten. Er ist die ganze Zeit bei ihm. Er passt auf ihn auf. Er versorgt ihn und er beschützt ihn. Aber dieser Stolz muss aus seinem Herzen. Und schaut mal, was die Bibel sagt, was passiert ist. Wir lesen Psalm 105, 17 bis 21. Er sandte einen Mann vor ihn her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock. Sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und befreite ihn, der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter. Nun, Gott hatte ja große Pläne mit Josef, aber er musste erst den Stolz in seinem Herzen herausbekommen. Und so läuterte er ihn im Schmelzofen Ägyptens. Also er verkaufte ihn in dem Fall buchstäblich nach Ägypten. Er ging in die Sklaverei und dort wurde er auch noch unschuldig ins Gefängnis geworfen. Wie lange? Die Bibel sagte, bis zu dem Zeitpunkt, als das Wort des Herrn eintraf, als er geläutert war. Sofort, als das der Stolz aus dem Herzen war, schickt Gott und lässt ihn frei. Gott hat keine Freude daran, dass wir im Leid, in Not oder in Elend sitzen. Gott liebt es, wenn wir uns freuen. Aber wichtiger ist es, dass wir gerettet werden. Im Himmel werden wir sowieso ewige Freude haben. Hier auf Erden müssen wir gerettet werden. Und das ist Gottes oberste Priorität. Und deswegen setzt er alles daran, um uns zu retten. Und wenn er uns durchs Leid durchführen muss. Aber er ist bei uns, auch im Leid. Wir lesen mal, was Petrus dazu schreibt. Petrus ist ja selber durch dieses Leid gegangen. Petrus schreibt dann aus der Gefangenschaft heraus, wir lesen das hier im 1. Petrus 1, 6 bis 9. Ihr werdet euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Nun, Petrus sagt, es ist so, dass wir jetzt in mancherlei Anfechtung sind. Wir sollen aber nicht traurig darüber sein, denn das dient unserer Vervollkommnung, das dient der Heiligung unserer Herzen. Und Petrus geht sogar so weit, dass er das hier schreibt. 1. Petrus 4, 12 bis 13. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an dem Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Petrus sagt, denkt nicht, es ist etwas Fremdartiges, das euch da widerfährt. Denn was euch da widerfährt, muss euch widerfahren, um euch zu heiligen, um eure Herzen zu verändern. Manchmal denken Menschen, na, wenn ich Christus angehöre, muss es mir ja nur noch gut gehen, dann muss ich ja die Reichtümer der Erde bekommen, dann muss ja alles gut sein in meinem Leben. Aber das ist falsch. Wenn wir seine Jünger betrachten, wenn wir Jesus' Leben selber betrachten, dann sehen wir, dass sie alle durchs Elend mussten. Seine Jünger sind alle als Märtyrer gestorben, bis auf Johannes, der in Gefangenschaft starb. Gott hat den Weg schon aufgezeigt. Gott verheißt uns nicht Reichtum. Gott verheißt uns ewige Freude im Himmelreich. Er möchte uns retten in sein Himmelreich, damit wir ewiges Leben bekommen, damit wir ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Wir sind nicht gemacht zu sterben, aber auf dieser Welt muss unser Herz verändert werden. Und lassen wir uns nicht befremden über die Feuerprobe, die über jeden kommt, der Christus nachfolgt. Denn Christus macht uns rein und bereitet uns vor fürs Himmelreich.
Wir kennen diese Geschichte von den drei Freunden von Daniel, die in den Feuerofen geworfen wurden. Nun, das war eine ganz besondere Begebenheit. Was war damals passiert? Nun, es wurde damals ein großes Standbild, ein goldenes Standbild errichtet. Wir lesen das in Daniel Kapitel 3. Und dieses Standbild sollten alle politischen Führer anbeten. Und wir hatten ja schon gesehen, dass es auch so ein prophetisches Wort ist auf das, was in Zukunft passieren wird. Nun, alle sollten dieses Standbild anbeten, also einen falschen Gott dienen. Nun, die drei Freunde Daniels haben sich geweigert, das zu tun. Sie haben gesagt, wir folgen nicht diesem Bild, das da aufgerichtet wird. Und wir wollen denken auch an das Bild des Tieres, das in Zukunft aufgerichtet wird, dieses Staatskirchensystem. Die drei Freunde Daniels sagen, wir folgen dem nicht. Die Wachen sehen das und nehmen sie gefangen, weil sie nicht niederfallen vor diesem Standbild. Und sie werden jetzt zum König gebracht. Nun, der König, der schaut sie sich an und weiß, das sind eigentlich treue, rechtschaffene Männer. Und er meint es gut mit ihnen und er sagt, vielleicht habt ihr es einfach nicht gehört. Wir spielten ja nur wirklich alle Posaunen und alle Instrumente, die dort in Babylon gegenwärtig waren. Aber er sagt, vielleicht habt ihr es nicht gehört. Ich gebe euch noch eine zweite Chance. Geht noch mal raus. Und sowas kann uns auch passieren. Es kann passieren, dass eines Tages, wenn dieses Bild des Tieres aufgerichtet ist, dieses Staatskirchensystem, und wir da nicht mitmachen, weil wir sagen, wir wollen den Sabbat ehren, wir wollen Gott treu sein, dann kann es passieren, dass auch wir in Gefangenschaft kommen, dass auch wir einem Richter vorgeführt werden und der Richter uns ansieht und sagt, an euch ist doch nichts Schlimmes. Ihr seid doch gute Menschen. Alle legen ein gutes Zeugnis von euch ab und ich möchte euch gar nicht verurteilen. Ihr sollt ins Gefängnis geworfen werden oder sogar vielleicht dem Tod überantwortet werden, nur weil ihr den Sabbat haltet. Und wisst ihr, ich meine es gut mit euch. Ich werde euch jetzt nicht verurteilen, ich gebe euch einfach noch eine Chance. Wisst ihr was? Geht doch einfach wieder raus, versprecht mir, dass ihr den Sonntag in Zukunft halten werdet und den Sabbat, den könnt ihr immer noch im Herzen haben, wenn ihr wollt. Ihr könnt ihr euren eigenen Herzensgottesdienst feiern. Aber öffentlich müsst ihr euch zum Sonntag bekennen, denn es ist Staatsgesetz und das muss ich vertreten. Also geht wieder, ich möchte euch nicht verurteilen, haltet öffentlich den Sonntag und im Herzen könnt ihr euren Sabbat behalten. Und so etwas sollen wir niemals tun. Denn was sagten die drei Freunde, die vor dem Richter Nebukadnezar standen? Und sie sagten, wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn es Gott gefällt, uns am Leben zu halten, werden wir am Leben bleiben. Und wenn wir sterben sollten für Gott, so wollen wir das auch annehmen. Aber wir werden unseren Glauben nicht verleugnen. Nun, der Richter Nebukadnezar war sehr zornig. Er wollte ihnen ja eine Chance geben, aber sie lehnten ab. Sie standen zu Christus. Sie standen zu ihrem Gott. Und Nebukadnezar nun ließ diese jungen Leute ins Feuer werfen. Und das ist interessant. Er hat den Ofen 7-mal heißer gemacht als gewöhnlich. Und diese Leute sollten jetzt in den heißen, glühenden Ofen geworfen werden. Das wird auch mit jedem passieren, der in den letzten Tagen lebt und treu zu Christus steht. Der das Standbild nicht anbetet. Auch er wird in den Ofen geworfen und der wird 7-mal heißer sein, als er jemals war. Aber in diesem Ofen passiert etwas Sonderbares. Denn Nebukadnezar traute seinen Augen nicht, als er in diesen Ofen blickte. Denn er sagte, haben wir nicht 3 Männer dort hineinwerfen lassen? Ich sehe dort 4. Und der 4. gleicht dem Sohn der Götter. Nun, was war passiert? Was hat Nebukadnezar da gesehen? Wer war dabei? Jesus Christus war bei seinem Volk in dieser Feuerprobe. Denn Jesus hat verheißen, und wir lesen das in Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Nun, Christus hatte verheißen, ich bin bei euch, ich gebe euch nicht auf. Sogar bis zum Ende der Welt bin ich an eurer Seite und sogar im Feuerofen. Denn dort stand Jesus neben den drei Freunden. Und interessanterweise, wenn wir den Bericht lesen, in Daniel 3, stellen wir fest, dass diese drei Freunde aus dem Feuerofen wieder herauskamen und sie rochen nicht nach Brand. Ihre Haare waren nicht verbrannt, ihre Kleider waren nicht versengt. Das Einzige, was verbrannt waren, waren die Fesseln, mit denen sie gebunden waren, weil sie gefesselt in den Ofen geworfen wurden. Und das ist auch ein gutes Symbol für uns. Ja, wir gehen durch den feurigen Ofen, aber Gott wird uns da nicht aufgeben. Er ist bei uns und er wird an unserer Seite sein. Er wird uns beschützen, er wird uns behüten. Das Einzige, was dort verbrennt, in diesem feurigen Ofen der Welt, das sind die Fesseln der Knechtschaft der Sünde. Unsere Herzen werden befreit von der Sünde. Ich
habe ein ganz interessantes Zitat gefunden, das will ich hier noch vorlesen. Es steht in dem Buch Das bessere Leben auf Seite 29 im zweiten Absatz. Dort heißt es, durch Leiden und Verfolgung wird die Herrlichkeit, das Wesen Gottes in seinen Auserwählten offenbart. Unter dem Hass der Welt wird das Volk Gottes in der Schule Christi erzogen. Es geht auf Erden einen schmalen Weg, wird im Feuerofen der Trübsal geläutert, folgt dem Herrn durch schwere Kämpfe, übt Selbstverleugnung und macht bittere Erfahrungen. Aber es erkennt durch dieses alles die Strafwürdigkeit und das Elend der Sünde und lernt sie verabscheuen. Weil es teilhat an den Leiden Christi, wird es auch teilhaben an seiner Herrlichkeit. Ja, das Volk Gottes macht schwere Erfahrungen. Sie werden aber in diesem Elend geprüft, denn Gott möchte sie ja läutern im Schmelzofen des Elends. Das machen auch wir durch. Diese kurze Zeit, in der wir leben auf dieser Welt, wird Gott es immer wieder zulassen, dass wir auch das Böse sehen, damit wir uns gegen das Böse entscheiden können. Denn immer wenn wir uns gegen das Böse entscheiden, werden unsere Herzen ein bisschen gereinigt. Und deswegen wollen wir das auch tun. Solange Gott uns das Leben auf der Erde lässt, wollen wir das Gute wählen und das Böse lassen. Bei jeder Entscheidung, die wir für das Gute treffen, werden unsere Herzen etwas reiner. Nun in Daniel 12, Vers 10 lesen wir Folgendes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Ist es nicht interessant? Es heißt, sie sollen gesichtet, gereinigt, geläutert werden, aber die Gottlosen werden das nicht verstehen. Nun, es ist doch so, dass auch in dieser Welt, wenn Christen Jesus treu nachfolgen und sie Elend sehen, dann werden die Gottlosen sie anschauen und sagen, wo ist denn nun euer Gott? Sollte es euch nicht eigentlich immer gut gehen? Ihr gehört doch Christus an und ihr sagt, Christus ist allmächtig und Christus liebt euch. Warum geht es euch da nicht gut? Warum seht ihr dieses Elend? Warum bekommt ihr diese Krankheit? Warum passiert das und das in eurem Leben? Warum verliert ihr euren Job? Ist Christus wirklich so allmächtig? Lohnt es sich wirklich an ihn zu glauben? Nun, in Daniel 12, Vers 10 heißt es, dass kein Gottloser es verstehen wird. Aber die Gerechten werden es verstehen. Sie werden verstehen, dass Gott sie läutert, dass er sie reinigt, dass er ihnen das Elend zeigt, damit sie das Gute wählen können. Denn wenn wir uns auf Erden zu ihm bekennen, dann wird er sich auch im Himmel vor den Engeln und vor Gott zu uns bekennen. Und wir wollen noch mal schauen, was Paulus sagt. Im 2. Korinther, Kapitel 4, 16 und 17, lesen wir Folgendes. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus sagt, wir lassen uns nicht entmutigen, denn wir sehen, unser äußerer Mensch mag zugrunde gehen, aber doch Tag für Tag wird unser neuer immer mehr aufgebaut, weil wir das Gute wählen und das Böse meiden. So treffen wir eine Entscheidung hier auf Erden. Wir bekennen uns zu Christus. Wir sind ein Licht in der Welt. Und ich bin mir sicher, wenn du diese Entscheidung triffst, Gott wird mit dir durchs Feuer gehen. Auch die Wasser werden dich nicht ersäufen. Gott wird an deiner Seite sein. Er wird dir helfen, Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und auf dem Weg in sein Reich wird er dein Herz heiligen und dich verändern. In Johannes 5, Vers 24 sagt Christus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hier auf Erden unser Leben mit Christus zu verbinden und seinem Wort zu folgen, bringt uns schon hier das ewige Leben. Schon hier auf Erden sind wir vom Leben zum Leben hindurchgedrungen. In Römer 8, Vers 16 und 17 heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also das Leid ist etwas ganz Normales, auch im Leben eines Christen. Lassen wir uns nicht verführen von einem Evangelium, das da sagt, euch muss es immer gut gehen. Ihr müsst alle Reichtümer der Welt haben, wenn Christus bei euch ist. Christus kam nicht, um uns die Schätze dieser Welt zu geben. Er kam, um uns den Schatz des Himmels zu geben.
Und um den zu erreichen, müssen unsere Herzen vorbereitet werden. In Johannes 6, Vers 40 heißt es: Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Nun, es geht hier um unseren Glauben. Wenn wir Christus folgen wollen, unseren Glauben an ihn hängen und sogar in den schlechten und schlimmen Zeiten unseres Lebens, wenn wir dann Christus vertrauen, bei ihm sind, nah bei ihm sind, seine Nähe suchen, dann wird uns das heiligen. Und Christus verspricht, selbst wenn du stirbst, ich werde dich auferwecken am letzten Tag. Offenbarung 3, Vers 5 sagt, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Christus sagt, wer überwindet, der gehört zu mir. Wie überwinden wir? Indem wir unser Leben mit Christus verbinden. Indem wir, wenn wir in Versuchung geraten, wenn wir böse Dinge in unserem Leben sehen oder wenn wir sogar in Sünde fallen, sofort unser Leben mit Christus verbinden. Denn Christus hat die Sünde schon einmal überwunden, er hat den Tod schon einmal überwunden und er wird es auch in unserem Leben schaffen, uns zu Überwindern zu machen. Dafür müssen wir, wann es immer passiert in unserem Leben und wenn wir auch merken, dass wir in Sünde fallen, unser Leben sofort mit Christus verbinden. Manchmal ist es so, dass wenn wir sündigen, dass wir uns schämen, zu Gott zu kommen, unsere Sünde nicht bekennen wollen, sondern uns sagen, wir müssen das erst irgendwie ins Reine bringen und dann können wir zu Christus zurück. Aber das ist nicht wahr. Die Kranken brauchen den Arzt. Wenn wir merken, dass wir Sünder sind und wenn wir schlechte Dinge gemacht haben, böse Taten, böse Worte oder böse Gedanken hatten, gerade dann ist die Zeit, zu Christus zu kommen und zu sagen, bitte nimm es von uns. Ich habe erkannt, in meinem Herzen ist noch etwas, was böse ist und ich möchte nicht, dass es da ist, denn ich möchte ein reines Herz haben, um dein Reich zu sehen. Bitte nimm es aus meinem Herzen. Und dann wird Christus die Kelle nehmen und die Schlacke wegnehmen und die Sünde ins äußerste Meer schmeißen. Und das müssen wir in unserem Leben tun. Gott offenbart uns immer wieder andere Dinge, andere Situationen in unserem Leben, die uns zeigen, dass unser Herz noch nicht ganz rein ist, wo unser Herz anfällig ist für Sünde und Versuchung. Und solange das da ist, möchte Gott uns reinigen, uns helfen, das zu überwinden. Und das wird er tun. Also wenn immer wir Sünde in unserem Leben sehen, wenn immer wir in Versuchung geraten, dann ist der richtige Zeitpunkt, sofort zu Christus zu kommen und zu sagen, bitte Herr, ich habe erkannt, mein Herz ist da noch nicht rein. Ich bin in Versuchung geraten oder aber ich bin sogar in Sünde gefallen. Bitte Herr, reinige du mein Herz. Vergib mir die Sünde und verändere mein Herz. Mach es heilig und rein, damit ich eines Tages in dein Reich kommen kann. Und wenn es auch dein Wille ist, dass Gott dein Herz heiligt und dein Herz reinigt, bis dass er wiederkommt in seiner Herrlichkeit, dann möchte ich dich einladen, dass wir zusammen beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass du auf uns aufpasst wie auf deine Kinder. Du siehst, Herr, dass wir alle in dieser Welt leben. Und in dieser Welt gibt es viel Not und viel Elend. Aber Herr, du lässt es zu, sogar in unserem Leben, damit wir sehen, wie schlecht die Sünde ist und damit wir uns davon abkehren. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du uns auf diesem Weg nicht alleine lässt, sondern dass du bei uns bist und dass du uns hilfst, dass du unsere Herzen immer wieder von Sünde reinigst und dass du unsere Herzen neu machst, damit sie ganz rein sind und wir eines Tages in deinem Reich leben können. Bitte Herr, bereite uns darauf vor. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Und vielen Dank, dass wir das gemeinsam studieren konnten und dass wir dieses wichtige Thema der Heiligung sehen konnten. Möglichkeiten, die Gott verwendet, um uns zu reinigen, um uns zu retten. Nun, unsere Studienserie ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch ein paar Themen, die wir uns gemeinsam angucken wollen und dazu auch herzliche Einladung. Ich freue mich, dass wir gemeinsam weiter studieren können. Gottes Segen euch.